ganz viel Munition drin. Hab da ein bisschen zu viel geschossen, glaube ich. Hier, ja, siehst ja Fackeln und Dings. Hier ist ein Regal voller C4. Also wenn das Regal hochgeht, ist eh vorbei. Hier sind noch ein paar Granaten und nochmal C4 mit Zünder. Und Alkohol, damit man Molles bauen kann, wenn man Bock hat. Ja, aber mal ohne Witz, David, wo ist denn die ganze Muni hin? Na, die ist doch... Oder ist die jetzt... Ne, die ist oben, ne? Ne, hier ist doch ganz viel Muni. Ja, dann ist sie bei mir wieder verbuggt. Bei mir wird sich alles. Ich hab's jetzt bei G-Man jetzt auch nicht gesehen im Stream. Also es sind zwar nur einzelne Packungen, oder ich glaube, es sind jeweils 50 Schuss oder so. Aber hier ist nichts. Bei mir wird nichts... Ich kann sie auch nicht greifen. Ja, stimmt. Bei dir ist leer. Ne, bei mir ist... Also wenn ich Munition brauche, muss ich David fragen. Er muss sie mir aus dem Regal geben. Ja. Naja, vielleicht David kann ja mal eine rausnehmen und wieder hinpacken und gucken, ob du die dann siehst. Man kann auch machen, ja. Ich kann mir eine neue reinlegen. Munition. Nee. Ja, der packt die ja nur runter zu den anderen. Ja, das fällt bei mir aber bloß nach unten und dann ist es weg. Kannst du mir mal ein bisschen Pistolenmuni geben und ein bisschen Shotgun? Also kannst du mir hier gleich in den Rucksack schmeißen, das wäre praktisch. Ich drehe mich schon mal um. Okay, ob das so clever ist? Ich guck dich erstmal an. Alle das Betreuungs. Steckst du mir mal in den Rucksack. Zum Beispiel auch ein gutes Feature. Im ersten Teil war es so, du musstest das Tablett im Flugzeug finden, damit du Sachen hin und her geben kannst mit so einem kleinen Tablett wie im Flugzeug. Wo sie Essen mit servieren. Drückst bei mir jedes Mal ein Stück weg. Ich merke schon. Und jetzt kann man einfach in die Rucksäcke rangehen und einem das in den Rucksack stecken. Oh, das ist cool, ja. Feature. Das ist allgemein ein Feature, was ich mir in vielen Spielen wünschen würde. Jo. Also Shotgun direkt haben wir nicht mehr, wir haben nur noch diese Flintenmunition. No, ist egal, du hast mir ja was gegeben. Ich habe ja erstmal ein bisschen was bei. Hier ein bisschen rote Shotty, ein bisschen gelbe. Achso, die Waffen nachladen müsste ich auch nochmal. Jetzt ist dieser Riesenfahrzeug. Okay, die ist nachgeladen. Was ist denn mit dem Userino? Ich weiß ja nicht, also er hat mir jetzt nicht geschrieben, ob er nochmal mit Akira raus muss. Wenn er das muss, ja okay, dann dauert es natürlich länger als eine Stunde, das ist klar. Aber er hat sogar eine Stunde geschrieben. Heißt Akira? Ja, Usens Hund heißt Akira. Hallo, hallo, hallo. Siehst du, da ist er doch schon. Du musst es erst meckern, war David? Vom Teufel spricht, ja. Sie sind T-4 Minuten zu spät. Hey, Digga, ich war noch in Babelsberg. Ich habe gerade noch aufgenommen. Es tut mir so leid. Hätte ich das gewusst. Ach, warst du bei Iron? Ich war bei Eisenbeats, ja. Und habe aufgenommen, ja. Eisen 1 Beats. Ja. Und sehr ja, schön, sehr schön. Es war erfolgreich, like always. Ja. Jäg war auch stark von aus, oder was? Und ich bin extra hergesprintet hierher, damit, weil ich gehört habe, ihr braucht Hilfe. Ja. Ohne dich kommen wir nicht weiter. Cool. Was für eine Lüge. Und Birk ist auch am Stitzen, Alter, wie geil ist das denn? Leider aber nur als Zuschauer und Kommentator. Oh nein, ich dachte, ich bist es auch. Warum? Nee, ich habe überlegt, ob ich mit Disso oder Kerbal Space Program 2. Ich habe mich für Kerbal Space Program 2 entschieden. Das war nicht die richtige Entscheidung, aber ist okay. Jetzt kann ich bei Curious durch euch das Spiel. Das eine kann ziemlich weit in die Ferne schauen, das andere ziemlich nah. So. Das ist natürlich ungünstig. Nah dran kann ich gucken. Also, was auch immer das ist, wenn man nicht so weit weg gucken kann. Ich würde sagen, kurz. Sichtig. Ja, ich glaube, es ist kurzsichtig, ja, wenn du eine kurze Sicht hast, ja. Und weitsichtig, halt, dass du weit schauen kannst. Was fliegt denn da? Irgendjemand hat eine Granate geworfen. Und da fliegt er drunter. Jusen, kannst du mich mal aufheben? Ich warte, ich komme. Okay. Ich hab die Zeitbombe ausprobiert. Ach so, du hast dich selber gesprengt, oder was? Sag mal so, die Zeit war nicht lange eingestellt. Bye bye, Spatz. Mach das. Kurze Frage, was ist der Plan jetzt so hier? Also die Base habt ihr nicht wirklich weitergebaut, oder? Was, willst du mich verkackeiern? Die Jungs haben eine ganze Etage gebaut in den 20 Minuten, wo ich zugeguckt habe.
Na gut, eine Etage. Ich schon 40 Minuten nicht zuguckt. Aber ich sag mal, die Etage stand da schon. Ihr habt nur die Wände höchstens hochgebaut. Wir haben die Wände, wir haben jetzt gerade die Decke gebaut, Digi. Guck dir erstmal das Lager an, du kennst doch das Lager. Heutzutage ist nicht jeder Kritiker. Ja. Und erst recht der, nicht bauen möchte, der kritisiert. Hey, 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 ich möchte nicht bauen, ich kritisiere gerne, mein Gott. Wie siehst du eigentlich aus, Alter? Was hast du denn gegen mich, du alter Mann? Mit Schnurrbart, was willst du denn? Ein bisschen Mutantenhaut, ein bisschen Knochen, ein paar Blätter. Ich versuche mich zu schützen, wo es geht, ja? Nein. Und? Ich weiß ja nicht, was euer Plan ist. Frei sterben oder was? Jusen ist halt sehr bewusst, der trägt immer noch seine Covid-Maske. Ja. Ich möchte nicht angesteckt werden von euch. Hier kannst du raufkrabbeln, Jusen. Hier ist das Seil. Und hier kommt noch ein Turm oben drauf. Den wollten wir jetzt bloß nicht bauen, weil wir dafür noch sehr, sehr viel Holz brauchen. Okay, wie kommt man hier hoch auf den Seil, Alter? Da muss einfach man das Seil. Einfach E drücken. Da muss man ja bestimmt einen Winkel erst hinkriegen, Alter. Einfach drauf gucken eigentlich. Ja, wenn es so einfach wäre. Ich finde das auch schon wieder viel zu kompliziert, Alter. Ich meine, das wird doch noch besser, das soll man anfangen. Der Turm ist ja noch gar nicht fertig. Also ich bin froh, dass es hier noch keine Steuern gibt, Alter, weil dafür würde ich keine Steuer zahlen wollen, Alter. Das kannst du dir leider nicht aussuchen. Für dafür Jusen kriegt jetzt einfach 10 Baumstämme und darf sich seine eigene Hütte bauen. Nur eine eigene Hütte zu bauen ist nicht das Schlimmste, aber die sieht halt ziemlich kacke aus. Und warum kommst du erstmal hier ins Game, mein Freund? Kannst du mir das Spiel kaufen, dann bin ich dabei. Ach, du wirst jetzt auch unbedingt spielen, verstehe ich nicht. Ich würde an sich schon gern zocken, aber ich versuche nicht mehr zu viel Geld fürs Zocken auszugeben und diesen Monat war es halt schon 120 Euro. Jusen? Ja? Schlafen? Aber wie gesagt, du kannst mir gerne kaufen. So. Dann geht noch jeder aufs Klo, holt sich was zu essen und dann gehen wir los. Wo wollt ihr denn hin? Wie gesagt, ich verstehe den Plan nicht. Was wollt ihr denn machen? Digga, soll man dir jetzt genau auf der Karte sagen, wo wir jetzt hinlaufen wollen, oder was? Ja, was wollt ihr denn machen? Das ist einfach nur die Frage. Erleben. Erleben? Ich weiß gar nicht, ob ich genug Pfeile habe zum Erleben hier. Ja, okay. Musst du welche craften? Ja, ist doch okay, ich schreibe mich doch an, ich hab hier noch. Hab ja auch hier noch die Armbrust. Aber was wird ihr jetzt machen? Da wo wir noch nicht waren, ein neues Equip holen oder was? Ja, ne, einfach gucken, wie das wir denn losflitzen und. Ja, ihr macht hier einen Plan, Alter, als wenn ihr schon seit Wochen drüber nachgedacht hättet. Na, ich würde hier vorne zu der im Eisgebiet gehen, zu der Höhle. Okay. Oder wir gehen halt nach links oben zu dem. Links oben an dem Berg vorbei, dem Grün. Na dann, Attacke. Ach, jetzt auf einmal so hektisch, okay. Na, wollt ihr an der ersten. Hat dein Dude gerade einfach die Nudeln gefressen, oder? Ja. Oh Gott. Er hat Knuspernudeln gegessen. Hä? In dem Game ist mal ein Wasserbändiger, da war Wasser drin, Alter. Hat das nicht gesehen? Also Eis und Schnee, Höhle. Das wäre natürlich oder was auch noch fehlt. Richtig gutes Avatar-Spiel, Alter. Das wäre wirklich geil. Höhle. Ich würde so suchten, Alter, wirklich. Höhle oder Eis? Höhle. Aber was für ein Element wärst du gerne, Burg, Alter? In dem Spiel oder wenn ich ihn echt aussuchen könnte? Allgemein, ich wäre gerne Luft einfach. Ja, ich würde auch Luft sagen, weil wenn ich in echt Luft bändigen könnte, hätte ich die fiesesten Tricks, Digga. Ich würde von meinem Gegner einfach instant das Trommelfell platzen lassen. Ja, nicht nur das, du kannst auch die Luft aus der Lunge einfach nehmen und sie ersticken lassen. Alles klar, übertreib direkt, Alter. Ey, das gibt's bei Korra, bei Legend of Korra. Ja, ich weiß, in der zweiten Staffel mit meinem Lieblingsbösewicht. Korra war richtig nice Serie. Oh ja, voll viele haten das, weil es halt eine farbige lesbische Frau ist. Mich juckt das so überhaupt nicht. Mich auch nicht. Die Gegner waren die geilsten, die ich jemals kennengelernt habe. Dieser Luftgegner, der aus dem Knast kam, das war der geilste Gegner, die Staffel war richtig gut, Alter. Ja, Schachscholin, da hast du recht. Das Haus ist nicht usenfreundlich wie immer. Und Alex wäre auf jeden Fall Feuer.
Alex wäre Feuer, okay. Ja. Feuer ist auch krass, aber bei Feuer habe ich immer das Problem, ich sehe da halt nicht so extrem viele Live-Applications. Es ist halt krass, um zu kämpfen und sowas alles, aber ich überlege immer, aber was man im Leben Wasser, nutzen könnte. So. Aber Wasser ist geil, du kannst heilen und du kannst Blutbändigen, das ist auch ziemlich geil. Ja, denke ich mal, Wasserbending ist schon ziemlich nice, unser Planet besteht aus relativ viel Wasser. Aber gibt's nicht neuen Avatar auch Lava-Bändiger? Ja, und Strombändigen ist aber auch Lava geil. Ist Erde wiederum. Und der neue Luftbändiger ist Erde. Also kann sein, dass er Lava kann. Keine Ahnung. Von dem hat man noch nichts gehört, von dem neuen. Von einem es gibt was Neues? Na, es gibt bald was Neues, ja. Das ist der Erdbändiger. 2025, glaube ich. Kommt vom Originalmacher oder wird das kacke? Und bald was Neues in 2 Jahren. Aber ich glaube, es ist schon seit langem neu. Mache auch bei Korra war es neuer. Nee. Korra war Originalschreiber von Avatar. Ah, okay. Hätte ich nicht gedacht. Doch, das war ja genau, warum es auch so gut geworden ist, warum ich den Hate zum Teil nicht verstanden habe, weil die Serie hat perfekt angeknüpft an Avatar. Natürlich war Original Avatar ist OG, nichts kommt dran, aber Korra war trotzdem extrem gut. Fand ich auch, ja. Also hier und da. Ich weiß, es ist krass, aber ich kann mir auch jetzt instant eine Zigarette immer anzünden und dafür bin ich kein Feuerwehrmann. Aber ja, der Strom ist schon nice. Ja, das stimmt, mit Blitz ableiten und so, das wär, ist schon ziemlich geil. Ja, selber Blitze lassen ja entstehen. Oh, kacke, wie kann ich denn da hoch? Aber wie gesagt, Erde und Lava hat auch Spaß für sich, so. Aber Luft rumfliegen ist schon so krass, Alter. Aber Luft, die höchste Ebene von Luft ist der Sound. Ich hab mal ein bisschen gegoogelt, so, die höchste Ebene ist Sound. Das heißt, ja, deswegen meinte ich ja, ich würde den Gegner immer das Trommelfell platzen lassen. Nee, allgemein, du kannst auch mit Worten das so gut, sag ich mal, richten, dass die immer nach deiner Meinung gehen, so. Solange du den Sound beherrschst, beherrschst du auch, sag ich mal, die Kontrolle von dem anderen. Oh, das war ein schwieriges Wort für Jusen. Ja, nein, ich muss nicht ausdrücken soll. Wenn ich das weiß, stecke ich mir Oropax in den Ohren und mach dir Feuer unterm Arsch. Kannst du ja noch so viel versuchen. Ja, aber habe ich immer noch Luft, dann kann ich von der Klippe weghauen. Ja, und du kannst. Wer sagt denn, dass ich auf der Klippe stehe? Oh, hier sind 3 Elche. Aber ich glaube, als zweitliebstes würde ich auch Erde nehmen. Tatsächlich bin ich an Feuer nicht so interessiert. Auch wenn ich Feuer mega cool finde und auch in der Serie richtig cool finde, keine Ahnung, irgendwie selber Feuer würde ich nicht sein. Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Also, ich könnte mich nicht entscheiden. Jo, wir werden eh irgendwelche Nebencharaktere, die keine Fähigkeit abkriegen, Leute. Ja, weil der Kohlverkäufer oder so. Oder? Ja, der Kohlverkäufer ist bester Dude, ja. Der hat in Korra ein Imperium aufgebaut. Ich weiß. Das Kohl-Imperium, ja. Oh, ich hab aber ohne Stinken schöne Kohlsuppe oder Kohlrouladen, wenn der sowas anbietet. Ja, ne? Alter, ich hab ein Elchi-Kill. Okay, ich hab schon den Laster auch recht. Jusen hat einen Elchi-Kill, wir müssen warten. Okay, rohes Fleisch. War klar. Dann müsstest du die Haut kriegen, das Leder. Ja, hab ich. Die Haut ist. Echt? Also Tierhaut und Fleisch habe ich, ja. Eigentlich müsstet ihr aus dem Elch mindestens für 2 Wochen Essen haben, so. Ja, für eine Person. Zu dritt wird es wieder ein bisschen knappig. Na, Digga, da ist so viel Kilokalorien drin bei denen im Fleisch, glaub mal, Digga. Ja, wir gehen dann nebenbei noch Jahre und bewegen uns. Wenn wir nur sitzen würden und schlafen würden, vielleicht, aber so. Naja, Digga, Alter, so ein Tier hat hunderte Kilos an Fleisch dran. Also, ja, deswegen überlegt man eine ganze Weile überlegen. Aber zu dritt, ein Tier zu dritt wird ein bisschen knappig. Alter. Ja, aber wenn du am Tag, sagen wir, du bewegst dich extrem viel im Spiel, verbrennst am Tag 3500 Kilokalorien. Wie viel Kilokalorien haben 100 Gramm Elchfleisch? Okay, also wenn Max mit der Geschwindigkeit 5 km/h von Osten kommt, okay? Aber Tom mit 5 km/h von Süden. Naja. Wo treffen sie sich in der Mitte nach 2 Stunden? Wenn du am Tag 1,5 Kilogramm Elchfleisch isst, kriegst du die Kilokalorien wieder rein. So, das sind 4,5 Kilokalorien pro Person. 14 Tage die Woche sind 180 Kilogramm. So ein Welch wiegt bestimmt 180 Kilogramm. Zack. 2 Wochen bist du ernährt. Kommt drauf an, so ein Elch kann auch eine halbe Tonne wiegen, Digi. Ja, aber, wenn du so eine Magenverstimmung hast zum Beispiel und alles gleich rauskackst, was du frisst, so, dann ist es echt schon wieder vorbei. So, aber das ist ja egal, was du isst.
Da kannst du, genau. Leute, es wäre mir lieb, wenn du nicht 3 Kilometer vor mir sein würdest. So. Wie bist du so weit hin? Du warst doch gerade schon dicht da dran bei mir. Ja, bei dir vielleicht. Aber okay, der Elch ist ja nicht nur Fleisch. Ja, gut. Da ist auch Knochen und alles, aber da kriegst du doch mindestens deine 200 Kilo Fleisch raus. Na, ich glaube nicht so. Ich glaube tatsächlich... Wenn du die inneren Organe auch mit isst, dann schon. Ah. Knochenmark kann man auch essen. Ja, ja, du kannst das Tier ja doll verwerten. Amerikanische Ureinwohner-Style. Genau. Oh, ich grab auf der falschen Seite, alles klar. So, und wonach grabt ihr überhaupt da? Vor den Gräbern. Hier ist nur Seil, wie ich sehe. Kannst Leute ausgraben. Also du kannst überall auch graben, aber du gräbst halt nicht weiter runter. Du findest vielleicht mal ein bisschen Gold oder ein Skelett oder so. Aber kannst hier Gräber auch ausgraben. Jürgen, da ist nichts, das ist die andere Seite. Nee, ja, aber hier ist Knochen. Oh, okay. Es wird ja auch meistens eine Schaufel eingestellt, wenn du da drauf stehst. Frag mich, wofür wir das mit den Münzen. Also für die Münzen und die Dollar ausgeben können. Nee, ich glaube, das ist nur Münzen ist Papier eher. Ich meine, Dollar sind nur als Papier gedacht. Ja, du kannst es verbrennen, aber sonst würde dir ja nicht immer genau angezeigt werden, wie viel Geld. Schaschaulin schreibt gerade, laut Google, wenn du einen Elch komplett ausnimmst, kriegst du 190 bis 230 Kilo Fleisch raus. Boah, das ist ja schon viel. Also reines Fleischgewicht nur, meint er. Okay, ab zu David, der rennt weiter. Dann die Viecher werden deutlich größer, als ich dachte dann, oder deutlich schwerer. Elche sind viel größer als Rehe oder sowas. Das kannst du eher von der Größe her mit einem großen Pferd vergleichen. Ich weiß, dass sie eine Schulterhöhe von irgendwie 2 Meter noch was erreichen können, das weiß ich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Fleisch dran ist. Muss man überlegen, wenn du einen Bison jagst, da hast du bestimmt nochmal Unterschiede. Ja. Weil ich bin mir gerade unsicher, aber ein Bison kann, glaube ich, sogar bis zu einer Tonne wiegen. Ja, Bisons, die sind aber auch ordentlich, also vom Bau her, siehst du ja schon, die sind viel stockier. Ja. Richtige Panzer. Oh, wenn du guckst, wie riesig der Schädel alleine schon ist. Und leider so arschdämlich damals, weil die Menschen nicht gekannt haben so richtig, haben die Typen, die ja mehr oder weniger aus 5 Meter Entfernung die ersten Siedler erschossen und die Viecher haben nicht kapiert, was passiert ist da so. Die waren wirklich so dämlich. Ja, die kannten die Gefahr halt nicht, ist ja logisch. Wenn auf einmal von ganz weit hinten Peng kommt und dann nach ungefähr 5 Millisekunden Pfeil in deinem Kopf ist, das muss man erstmal lernen. So. Die also, was hast du denn für Pfeile, die Peng machen? Ja. Und die haben die ja fast ausgerottet damals. Jusen bindet einfach früher damals an seine Pfeile, genau, TNT ran, angezündet und dann jeder Bisons jagen. Bleibt bloß nicht mehr viel vom Bison übrig, aber. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Wie gesagt, die Tiere kennen das nicht so. Oh. Aber wenn man heutzutage mit, sag ich mal, irgendeinem langen Gerät zu irgendwelchen. Okay, klingt auch wieder so zweit. Aber total, kommst du nicht mal an so ein Reh oder so ran? Das hat schon 100 Meter, bevor du dran bist, gemerkt, dass du da bist und abgehauen. Also ich habe schon mal von 100 Meter Entfernung Wildschweine gesehen. Das war krass. Das ist nicht gut, Digga. Je nachdem, welche Jahreszeit. Ich bin ja weggegangen. Ich bin jetzt nicht hingegangen und hab die gestreichelt. Ich hab auch deren Kinder nicht unbedingt weggetreten. So, alles gut so. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn sie Kinder haben, solltest du ja ganz weit wegbleiben. Aber es sah so krass aus, wie sie sich den Berg hochgewuchtet haben. Das werde ich niemals vergessen. Es sah so heftig aus. Einfach wie sie sich einen Berg einfach mit diesem ganzen Gewicht hochwuchten. Alter. Das sah so seltsam aus. Aber es hat funktioniert. Ja, natürlich funktioniert. Ich war schon wesentlich dichter an echten Wildschweinen dran. Ja, was macht ihr denn alle Leute? Warum kommt ihr so du, Digga, wenn du durch den Wald läufst und konzentrierst dich auf deinen Hund und guckst nur in eine Richtung. Und kann so ein Wildschwein auch mal 10, 20 Meter vor dir stehen. Und da musst du halt den Hund vorsichtig ranmachen und langsam zurückgehen. Ja, vorsichtig. Naja, hätte auch in die Hose gehen können, klar. Du musst halt, wenn sie anfangen zu rennen, musst du irgendwo raufklettern, weil die Gefahr ist ja, die hauen von unten zu und treffen dich an den Schlagadern in den Beinen mit den Hauern. Alter! Das war ein Headshot. Der war drüber, der jetzt. Ja, ein bisschen. Oh, der arme Typ, Alter.
Ja, aber noch nicht fertig. Leute, Fleischtasche. Wo? Hier, vor mir. Wo ist sie? Stand doch gerade neben dir, Jusen. Ich sehe keine. Okay, dann ist sie bei dir wohl nicht gedroppt. David rennt schon wieder weiter. Ja, ist doch nicht. Was wollt ihr denn machen? Und du weißt doch, Jusen braucht ein bisschen länger. Regt euch doch einfach. Ist doch freies Feld. Ist doch nicht so, dass jetzt hier irgendwas passiert. Freies Außer, dass wir im Kreis laufen. Hier ist ein Goldkart. Freies Feld, mach mal nicht auf Superheld. Kommt hier jetzt wieder der dicke Rhymer aus dir raus, ja? Haus, Maus und so. Ja, sonst kommt die Hello, die Schild. Mit einer Hand, wie er das macht, ey. Das ist total abdrehen. Ihr könntet mir auch helfen, also. Meine, ich bin ja dabei, auf zu weinen. Guck euch gern zu. Ist eine Tür? Ja, ich hab's. Da geht's wieder ab nach unten. Ja, wie geil. Kommen wir bestimmt wieder in irgendein Labor oder so, mal gucken. Genau. Boah, das weiß ich noch aus dem ersten Teil, wo man zum ersten Mal dann wirklich da ganz, also fast zum Ende in diese moderne Labor reinkommt und denkst, ja. What the fuck ist hier los, Alter, das war so ein Change. Ja, wir waren schon bei so einem Rich Kid, der sich selbst in der Wanne umgebracht hat, das sah auch geil aus. Okay. Ja, wir haben gestern schon eine ganze Menge hier erlebt bei dem Game, das war schon heftig. Mhm. Mach doch mal auf jetzt! Mann, das ich warte nur drauf, schwer, dass irgendwas Junior ins Gesicht springt. Das ist dunkel hier und ich hab Angst. Jetzt macht er hier auf Angst, Alter. Ich glaube, Jusen ist in dir drin. Das hätte er gerne. Ich lauf mal langsam vor. Lalalalalala. Das ist ein ziemlich langer Gang auf jeden Fall. Oh, hier ist eine Tür rechts. Hier ist ein Revolver. Oh. Ja, nice. Das ist mehr als nice, das ist ultra nice. Das ist mega heftig. Unfassbar nice. Sehr schön. Wird gleich mal hier ausprobiert und einer mit Omi boostet. Sieht aus wie ein Rhino. Ja, ne? Macht gut Bums. Das ist bestimmt 357 Munition. Geh mal stark von aus, Diggi. Okay. Hier ist nix weiter. Hier ist noch eine Kiste. Ist aber genau das, wo wir den Typen tot in der Wanne gefunden haben. Ja, hiervon gibt's, glaube ich, 3 Stück. 2 haben wir, glaube ich, schon. Druckerhart. Also das könnte da vielleicht bei den Schlitten bauen. Ja, Schlitten ist echt teuer, also. 1000, ja. Aber anscheinend gibt es auf jeden Fall genug dafür, weil ich habe schon Leute auf dem 8-Mann-Server gesehen, die sich alle einen Schlitten gebaut haben. Ach klar, die Sachen spawnen ja auch wieder nach. Wenn du einen Tag später wieder hingehst, das ist ja wieder da. Okay. Es muss nicht sein, also es ist auch schon random, was du in den Boxen drin hast. Das ist nicht mal genau das Gleiche. Ja. Aber der Loot spawnt halt trotzdem nach. Also selbst naja, also das Harz wird es ja wahrscheinlich dann sein, was nachspawnt. Bin ein bisschen in Jusen drin. Ist eigentlich auch ganz praktisch, weil wenn du stirbst und random irgendwie wieder nachspawnst, da ist dann einmal am Tag immer der Loot. Genauso wie wenn du wieder zum Spawn gehst. Echt jetzt aufs Eichhörnchen? Am Eichhörnchen. Ich hab die Waffe ausprobiert. Hallo. Besser. Ja, der Schachschaulin auch mal rein. Alter, was macht denn der hier? So, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zum nächsten Mal. Jo. Da go. Ist mir zu blöd, hier mal in den Chat zu schauen. Hey, der Chat hat auch seine Berechtigung. Ja, diese Kritiker. Ich bin der Einzige, der hier in den Chat schreibt, also hör mal auf hier. Hey. Mir darf man es nicht übernehmen, ich schreibe nicht mal bei Leuten im Chat, die ich schon seit 10 Jahren gucke. Und ich kann nicht schreien, also hört das oft mit diesem Schreien, Alter. Für mich Teufelzeug. Ach komm, wir gehen nicht. Wie schreibst du denn deine Rap-Texte? Mit Gedanken. Er freestylt alles instant, immer. Ja, wie Snoop Dogg, Dicker. Das macht immer diese Audioaufnahme, weißt du?
Ja, genau. Memoan nicht. Genau, und schreib doch WhatsApp das doch selber. Jetzt wissen wir. Oh, rechts wurde geschossen? Ja, von rechts kam der Schuss? Ja, es war David, entspann dich. Oh. Es war ein Eichhörnchen. Oh, hier sind aber Gegner. Ich hab gedacht, da kam wirklich der Schuss von der Seite. Alter, die Rüstung von denen können die echt viel schlucken, wa? Ah, schade, dass wir die Rüstung nicht mitnehmen können. Ja, das wäre auch cool. Ich glaube, da ist noch einer am Busch. Ja, ja, aber ich sehe ihn nicht. Egal. Lass uns weitergehen, die laufen zu denken. Ja, ist ja gut. Wo laufen wir überhaupt hin? Das ist ein Schrei nach Liebe. Ich wollte dem Weg ein bisschen folgen, weil hier sind dann öfters so Buddelsachen und so. Buddelsachen? Halt nee, ja. Okay. Blut halt. Wir brauchen Gesundheit. Blut? Bist du jetzt ein Satanist oder was? Ja. Du brauchst Blut? Nee, Loot. Loot? Warum bist du jetzt wütend, Alter? Ja. Ja. Tu es. Tu es. Aber. Aber ich finde schade, dass die Eichhörnchen nichts Unterschiedliches geben. Die Vögel auch nicht. Ja, das ist wie im ersten Teil noch. Ist egal, was du tötest, kriegst du immer das Gleiche. Ich hab das Gefühl, du kriegst nicht mehr. Jusen, wie viel hast du aus dem Elch bekommen? Hast du da irgendwie mehr Fleisch rausbekommen oder war das auch nur ein Stück? Sieben Stück. Okay, sieben ist okay. Und da hast du den mit der Armbrust mit einem Schuss getötet oder mit mehreren? Mit einem Schuss Armbrust, ja. Oh, okay. Hast du Kopf getroffen oder was anderes? Oh, so. Okay. Okay. Hier ist schon mal ein Flüsschen, ein Seechen. Ein See. Fluss. Ist auf jeden Fall Wasser. Ja, ist nass. Ah, da bin ich mir noch nicht. Oh, da hinten ist ein Camp. Wollen wir da erst hin? Nass rum? Ich schwimm einfach rüber. Ja, naja, das sind halt Ausdauer, ne? Das Schwimmen so. Ob, nee, macht's nicht. Du kannst ja aber das Taucheranzug anziehen. Das ist so schnell. Oh. Hier ist irgendein Pferdekarren im Wasser. Ich geh grad drauf. Oh. Ist da irgendwas? Ja, ist da nicht. Nee, sieht nicht so aus. Ich kann auch nicht reinschwimmen. Das Pferd ist nicht mehr da. Schade. Also hier ist keiner bei dem Lager. Okay. Aber hey, hier ist schon Medizin. Der eine Kopf war schon offen. Da war nichts drin. Ja, weil ich den aufgemacht habe. Ja, aber für mich war nichts so, ne? Ja, Pech für dich. Stimmt, hier so ein Samtkoffer steht hier, so echt nichts. Ne, mehr ist hier nicht, David. Na dann weiter. Nicht rasten. Wer rastet, der rostet. Gut, ich bin dann aber auch mal wieder raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Jo, danke. Und wir hören uns demnächst mal wieder. Vielleicht mal wieder ein Ründchen Golfen oder so wird auf jeden Fall. Wir sind rote Viecher. Bye bye. Ciao. Mal schön den Wald weg. Wir können auch hier quer rüber. Okay, ich glaube, das Geräusch war was von etwas Größerem.
Scheinst du? Ja, das ist aber hier irgendwo auf dem Hügel, würde ich sagen. Hier unten rennen mir bloß, glaube ich, welche hinterher. Wenn es größer als du ist, nimm deine Steinschleuder, die ist effektiv. Auf jeden Fall. Ich bin eigentlich eher der Typ Molotow-Cocktail, aber ich kann auch die Steinschleuder nehmen. Ja, wenn du ihn zwischen den Augen triffst, ist ein Instant-Kill. Okay. Wenn es keine Augen hat. Naja. Du musst ihn zwischen die Beine schießen. Wenn es da auch nichts hat, ja, ich weiß auch nicht, David. Versuch macht klug, wa? Schieß einfach mal überall hin, mal gucken. Okay, wir warten zum Wasser. Hat dir David schon erzählt, bei der Festplatte ist tatsächlich die Nadel wahrscheinlich kaputt. Oh. Und lässt sich gar nicht mehr auslesen, also über gar nichts, nicht mal über als USB oder so, als mit dem Adapter und sowas alles. Auch im Mediamarkt konnten sie nicht weiterhelfen, die haben quasi genau dasselbe gemacht, was David und ich gemacht haben. Das war mir eigentlich schon klar. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn die das wirklich zu einem Profi einschicken. Oh, ein Bunker. Ja. Also das, die hatten auch so einen Adapter, der hat den da rangesteckt und hat halt geguckt, ob er so auslesen kann. Also das hätten sie gemacht. Aber ja, mehr dann auch leider nicht mehr. Mhm. Schade eigentlich. Aber er meinte, das ist auf jeden Fall amok teuer. Also ja. Das bei einer Firma einzuschicken und die Festplatte aufschrauben zu lassen unter klinischen Bedingungen. Komm mal nicht rein, David? Doch, ich dachte, du willst aufmachen. Achso, okay. Na, ja, warte. Nimm mir bloß erstmal wieder ein Messer in der Hand. Jo, mit der gelben kommen wir rein. Und dunkel. Jo. Am Arsch ist duster. Alter, es leckt gerade ein bisschen. Die Tür ist zu. Immer tiefer. Okay. Hier ist Wasser. Sollen wir bestimmt wieder tauchen. Hier ist Glibber. Oh, hier ist eine Kiste. Ja. Da etwa das Zeichen der Umbrella Corporation. Hier liegen noch Tabletten auf dem Boden unter dem Koffer. Ich kann sie bloß nicht nehmen. Absolut. Naja, gleich kommt das Umbrella-Zeichen hier nochmal, Alex. Das ist ein weißer Hase. Da liegt eine Hase. Ach, guck an. Mal nichts mitmachen. Und jetzt ist es Sprengstoff und wir alle sterben, Alter. Bang! War eine Granate im Hasen. Okay, hier geht's noch weiter runter, Leute. Ein Granatehase. Okay. Granatehase? Das ist ein Granatehase. Blutfleck? Das war mal ein echter Hase. Und was stimmt mit Hase nicht? Boom! Er tickt. Ja, hier geht's nach links und rechts. Leute, haben wir eigentlich den Herd ausgemacht? Scheiße, nicht, dass er noch an ist. Bei mir ist es voll buggy. Kostet doch alles Gas. Das soll bei mir einen Spiegel darstellen, aber das sehe ich nur aus dem Augenwinkel. Wenn ich direkt drauf gucke, sehe ich keinen Spiegel. Ja, vielleicht, weil du Vampir bist. Das sollte einen Spiegel darstellen, ja. Ich denke mal, durch die Stange und so hat hier eh einer Tanztraining gemacht oder Ballett, wa? Ach, das ist ein Spiegel? Seid ihr sicher? Ja. Wenn du von der Seite drauf guckst, dann siehst du es. Und halt, da macht der Boden und die Stange auch Sinn. Kannst du Gegenschlag? Kannst du ihn kaputt machen? Ich glaube nicht, Alex. Alter, Alex hat so gar kein Geheimnis entdeckt. Das wäre doch cool. David hinten ist... Ach nee, geht mal nicht durch.
wenn da noch ein geheimer Raum gewesen wäre. Das hast du mich verunsichert. Ja, cool, wäre gruselig, wenn jemand Training macht und jemand anderes beobachten kann, so geheimmäßig. Ich ein bisschen frisch gewischt, pass auf. Ah, und fängt gefallen. Jetzt siehst du ganz viele Taschentücher auf dem Boden. Der erkältet war ja. Ja, genau. Natürlich. Was macht diese komische Bodylotion? In den Bildern ist immer irgendein Würfel zu sehen, der leuchtet. Ich okay. Würfel bei. Ja, das ist das geheime Speckwürfel, ja. Kannst du die Bilder abnehmen? Ist vielleicht ein Tresor dahinter? Mhm. Man kann draufhauen, aber es sollte. Also meistens passiert auf jeden Fall nichts. Also bis jetzt ist noch nie was passiert. Ich habe es aber im letzten Mal auch schon ausprobiert, ob da was hinter ist. Nee, ich glaube, ihr denkt zu weit, Alter. Ist immer noch Early Access von mir hier. Okay, entschuldige. Ich stell das Denken ein. Hier ist Musik, ich mag keine Musik. Oh, ihr sagt nur meine eigene. Schlafanzug. Okay, klar. Ein pink-weißer Schlafanzug. Sehr schön. Das Buch, das man nehmen kann. Gerettet. Wieso überleben eigentlich mal die Rich Kids? Ist das jetzt eine echte Frage, oder? Nur weil sie bessere finanzielle Möglichkeiten haben, ist doch kacke. Oder ja, aber so läuft das Leben, Digga. Hier ist noch eine Schrotflinte auf jeden Fall. Ja, stimmt, aber die kann ich nicht nehmen. Ja, weil du schon eine hast, Digga. Ist das eine andere? Nein, ist dieselbe. Although living on the beach might seem like a dream, we have struggles like everyone else. Ja, stimmt. Nee, du hast recht, das ist eine Schrotflinte aus dem 23. Jahrhundert, Digga. Sein kann das eine andere. Komm, aus der Zukunft, die kannst du tauschen, ja. Jetzt haben wir so viel von mal ein paar Medikamentvorräte. Warum sind sie ja aufgehört? Nervt doch hier, Alter. War hier hinten noch was? Oh, hier ist ein Bettikorschlag. Oh, ein Kreuz. Hier ist der Bildschirm noch fetter als in deinem Heimkino, was vorhin war, ja? Okay, hier ist ein Kreuz, okay, heftig. Hier ist ein... okay. Oh, hier liegt eine Notiz drauf. Ja. Crosses burn demons. Okay. Durchbrenne Dämonen. Okay, hier ist ein Loch in der Wand. Hier kommt Gas raus. Im Bad. Mach mal Platz. Hier war nicht weiter, ne? Und da kommen auch Geräusche her. Yep, ja, bin in der Höhle. Hier sind und hier ist eine große Metalltür. Hier sind noch Medikamente auf dem Boden. Ich kann doch mal einmal annehmen. Ich hab alles voll. Alles voll. So, einen Gang haben wir vorhin auf jeden Fall noch vergessen, den wir noch nicht gelaufen sind. Okay, geht nicht. Wir haben den Arm, die Schlüsselkarte, was auch immer dafür nicht. Müssen wir nochmal wiederkommen, würde ich sagen. Müssen wir einen Arm mitbringen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch irgendein Armband, was wir noch finden müssen, damit wir unseren eigenen Arm da reinhalten können. Der hat keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen. So oft, wie sich hier in dem Spiel die Leute aufhängen. Ich glaube, die meisten, die hängen eher, anstatt auf dem Boden sterben. Aber das ist auch nur so ein Arbeiter wieder. Das ist immer voll komisch. Das ist immer so eine Arbeiter. Weil mit einer Gasmaske und so hängst du dich doch nicht selber auf, oder? Wie ist denn hier, was Phase ist? Vielleicht sind sie auch bekloppt geworden im Kopf. Vielleicht macht die Insel in... Mischugge.
Vielleicht haben sie sich ja auch nicht wirklich freiwillig umgebracht, sondern irgendjemand hat sie erhangen und hatte perverse Freude dabei, ja, sie beim Sterben zuzusehen. Da sind wir doch alle Gänge schon gegangen, ne? Ist nicht, wir jetzt. Uiuiui. Da sind wir gekommen, wo du jetzt lang gehst, David. Ja, auch nur noch oben. Dann müssen wir hier später nochmal wiederkommen. Mit diesem komischen Arm als Sicherungskarte. Dann hätten wir hier die Pubgun bekommen. Doch, wir können noch mal, wenn wir weiter zurücklaufen, gucken, ob im Wasser was ist, aber ich glaube nicht. Ja doch, stimmt. Das Wasser, ja. Da müssen wir bestimmt tauchen. Mal gucken. Vielleicht ist da auch einfach nur Schutt und der Gang ist zu. Kann ja auch sein. Okay, hast du recht. Ja. Yep. Da sind wir wieder draußen. Oh. Du hast einen schönen Schlafanzug an, Jugend. Und was hat er eigentlich für Werte? Bestimmt keine Jugend. Du hast auch den Schlafanzug an, Dicker. So, muss ich erst wieder was anderes anziehen, damit ich das sehe. Der hat nur Komfort, ganz viel. Oh. Naja. Gut, Leute, es wird dunkel, was ist der Plan? Plan hinlegen und pennen und weiterlaufen? Machen. Na dann, let's go. Oder wie spät haben wir es? Es ist 17:52, also wir können nur noch pennen, ja. Ich will noch ein bisschen laufen. Das wird so viel pennen. David hat am Anfang immer das Gefühl, ja, lass mal loslaufen, und dann macht er immer so eine 180-Grad-Wende fast. Ja, ich nehme auch hier die Schusswaffe die benutzen. Die Kräuter und sowas mit. Also nur noch Schusswaffen benutzen, ja, Alex, oder was? Ne, keine Schusswaffe benutzen. Achso. Verbiete eine Aktion. Schuss. Ah ja, steht da drüber. Also, nur auf Nahkampf. Jo, kein Problem mit. Zählt Bogen auch als Schusswaffe? Ja. Ne, Digga, damit schlägst du ja. Da hast du ja echt eine gute Grauzone gefunden, du. Genau, man schießt ja nicht Pfeile, man schlägt ja Pfeile. Hast ja recht, Öse. Deswegen. Also, wenn du die Pfeile wirfst, ist okay. Na, ah. Dann dürfte ich aber auch die Zwille benutzen. Ne, Zwille nicht, aber Speer theoretisch. Wenn du einen Stein so wirfst, ohne die Zwille, dann ist er da. Als nächstes mache ich kein Licht. Genau. Funktioniert auch beim Greenscreen und so super. Na, dann schlafen wir mal. Gut's Nächtler. Lass dich nicht von den Mutanten beißen. Oh. Oder vorne ist gleich einer. Hinter uns ist einer. Zwei. Echt jetzt? Ist geil, die können Schläge von einem blocken und man schreckt zurück, aber wenn man es selber macht, können die danach gleich hintereinander noch ein paar Mal zuhauen.
Hast du vom Baum geballert, Jusen? Jo. Ja, was für ein Wichser-Move macht der denn hier? Oh, der hat eine Maske. Warum? Na, wegen deiner hässlichen Fratze. Alter! Einfach ein Kick gegen die Brust Alter! Alter, ich bin fast tot. Ja. Voll niedergematcht, Alter. Okay, der ist down. Pass auf, wir sind noch zwei. Ah, da ist einer angesprungen. Ich bin tot. Ja, jetzt hat er den Stein genommen, natürlich. Ich wollte David hochhelfen. Man muss Prioritäten setzen. Wer lebt noch, hilft vor mir. Danke. Jetzt nicht mehr. Da ist noch einer. Ey, jedes Mal, wenn ich hier ins Inventar gehen will. Ist auch tot. Vor dir kommt wieder einer. Und schon wieder, ey. Oh, zäh sogar. Ja, ich hab echt keinen Schlag. Ich muss gleich mal heilen. Das ist scheiße, wenn uns jetzt wieder einer angreift. Von hinten kommt einer, Jusen. Hinter dir? Hinter dir? Noch einer. Wieder hinter Jusen. Und Wurm. Oh, und ein Wurm. Alter. Okay, das wäre kein erstmal. Ich bin tot. Ich hab nur noch einen HP, Alter. Er kommt uns hinterher. Lass uns auf den Stein gehen. Oh, hinter uns ist auch noch ein Typ. Ihr müsst das regeln. Ich darf keine Schusswaffen benutzen. Noch zwei Typen, drei Typen hinter uns. Ich nehme mal schnell Schmerztablette, wenn ich es schaffe. Ist erstmal chillig, dann trinke ich mal noch was. Knuspernudeln. Der Wurm kommt dann. Okay, ja, der Wurm kommt. Lass weiter. Der wird wohl lang. Wenn dann zu dem grünen Punkt, der hier oben ist. Also, wir können erst zur Insel und dann zum grünen Punkt oder andersrum. Vielleicht sagen erst grünen Punkt und dann auf dem Rückweg an der Insel vorbei. An der Dings vorbei. Leute, warte mal kurz, ich muss kurz essen und trinken. Das ist doch bitte einem übersichtlichen Spot machen, nicht hier irgendwo mit einer Pampa. Da jetzt mal hin. Okay, geht wieder. Richtig gut. Wenn hier schon Wasserfälle sind, kann man in die Wasserfälle reingehen? Und ein paar Boote. Nö. So. Bin ein bisschen hinter euch. Pass auf, da kommt schon was. Oh, wir sind sorry. Viele Mutanten, ne? Wir sind ja auch unterschiedliche Stämme. Also. Alter, pass auf, da kommt Alter! Ein lass weiter, Pfeiler. Naja, die kann die Koralle per Hand machen, aber okay. Solange wir diese Billos dann nicht gepanzert sind, die Gollums, gehen die eigentlich einfach umzuhauen. Solange die nicht ihren Ring tragen. Genau. Kann man sie einfach handeln.
Der Ring des Schutzes. Mhm. Eigentlich der Ring der Macht, aber ja. Hier sind welche, hier ist ein Cam. Ja. Wieder Seile, ist ja klar. Ja. Lecker. Oh. Also, Fleischmasse. Mhm. Oh, als ob, ey. Ja, klar. Und down. Das ist doch eine Schrotflinte. Wie kannst du denn down gehen? Nee, ich wollte den mit dem Messer besiegen, weil ich von hinten kam. Aber ich komm immer mehr. Da hinten ist noch ein Dorf. Ja, ich habe die Schrotflinte nicht auf Quickslot. Das Problem. Ich lauf mal rüber. Oh, die machen das Dorf kaputt. Okay, okay, okay. Warte, muss noch ein Dorf sein. Die haben ja Rehe getötet und so. Mhm. Den Arsch, ich mach einfach alle kaputt. Hm, ein bisschen Blut? Geil. Mach die Kriegsumhaltung. Ja, Fleisch hier nicht runter. Fleisch hier ist noch, hier vor mir lag noch so ein Blutbeutel. Also, ja. Ja. Gut, dann haben wir's. Die kommen schon wieder, lass weiterlaufen. Oh. Bei dem anderen Lager war jetzt nichts Bestimmtes, weil da habe ich jetzt nicht durchgesucht. Nö, da war nicht groß weiter gewesen. Usen mit dem Schwebepfeil auf der Schulter. Usen hat doch immer einen Pfeil im Kopf. Verstehe ich nicht. Ja, aufgrund des Pfeils, du Idiot. Ist so ein bisschen wie bei Homer, der sich seine Stifte in die Nase gesteckt hat. Wo sie alle rausoperiert wurden, war auf einmal super intelligent und so war die Frage beantwortet, warum Lisa so intelligent ist. Haben wir nicht alle einen Stift in der Nase? Ja, wir haben doch alle ein bisschen einen Stift in der Nase. Sind wir nicht alle ein bisschen Homer? Pylike wollte nur mal sagen, du bist müde und durstig. Ja, gut. Gleich bist du auch hungrig. Jo. Und beim nächsten Ort pfeife ich mir auch mal drin. Aber wenn wir rumlaufen, macht das wenig Sinn. Weil verbraucht sich alles sehr schnell, habe ich das Gefühl. Ach, hock dich einfach hin. Hier bist du doch geschützt. Guck mal da in den Busch. Problem ist ja... Achso, der ist dein Paro. Natürlich. Wir sind schmeißt mit Stöckern rum. Soll ich noch hin? Ein neues kulinarisches Rezept, Reh am Stock. Usens Geheimtipp. Du hast Hunger und Bock, es Reh am Stock. Gut, der Werbeslogan steht auch schon, jetzt brauchst du noch einen Song. Okay, wir sind ein paar Typen, wollen wir vielleicht nicht über den Weg laufen. Das war unabsichtlich.